Moin Leute, ja, ich habe ein paar neue Waffen. Es wären eigentlich noch welche gekommen, aber da die Fabrik in China Probleme hat, werden die nicht geschickt. Und ich setze mich jetzt erstmal hin. So, also ich habe mir 3 Karambit bestellt. Hier sind so ganz einfache Karambititis. So, das hier sind 3 schöne Karambits. Das hier wird mein Kumpel, nein, das werde ich kaputt machen. Das bekommt meine Freundin, weil das so schön leuchtet. Warte, ich muss mal die Beleuchtung ändern. Licht von oben. Immer schön unvorteilhaft. Ja, hier. Weil es so schön bunt ist, bekommt meine Freundin das. Jetzt noch nicht, bald. Sie weiß aber, dass sie es bekommt. Und das Silberne hier bekommt mein Kumpel Sneaky Daniel. Ich habe es ihm letztlich versprochen. Er weiß es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich erinnere mich dran. Und ich habe gesagt, wenn es den Test, den ich eben gerade gemacht habe, überlebt, dann kriegt er das. Also kriegt er das. Gut. Nochmal, wer das andere Video nicht gesehen hat, ihr könnt es doch gar nicht sehen, weil ich das hier zuerst hochladen werde. Na gut. Wer es in dem nächsten Video noch nicht drunter schreiben kann, weil es noch nicht hochgeladen ist, was könnte ich denn mit dem Karambit hier noch Lustiges machen? Mal erzählen, ne? Vielleicht habt ihr Ideen. So. Die Waffen sind neu. Das wunderbare Messer hier. Ein Linder Wurfmesser. Das Lustige ist, ich habe mir das hier in so klein schon mal bestellt und fand es ultra scheiße. Und das hier habe ich dann im Waffenladen gesehen und dachte mir so, das will ich haben. Geil. Ja, das habe ich mir dann mitgenommen. Das hat jetzt, glaube ich, 21 Euro gekostet. Und es ist hübsch. Sehr hübsch. Wunderhübsch. Der Griff ist aus Leder. Den habe ich ein bisschen rauer gemacht, weil der vorher hier so voll kantig war und es war eklig. Und da sind jetzt wunderschöne Fingerabdrücke drauf. Die tue ich mal kurz wegmachen. So. Das Doofe an dem Messer ist, es ist nicht aus Edelstahl. Das heißt, es rostet. Das sieht man hier. Das ist, sind jetzt keine Fingerdatscher, das ist Rost. Ja, das sieht man kaum. Ne, ist nicht viel Rost. Aber okay. Es rostet halt auf jeden Fall. Macht aber nichts. Ist High Carbon Steel, ne? Solid. Just. Solid, ja, genau. Solid. Da steht Solingen drauf und ich lese es Solid. Ich bin ein schlaues Büchlein. Auf jeden Fall ist das Messer sogar aus Deutschland. Ist krass, oder? Und ich mag das echt. Fühlt sich gut an. Ist ein cooles Messer für den No-Spin-Throw. Macht natürlich auch hier mit einem Half-Spin Spaß und hat eine sehr scharfe Klinge. Ich glaube, mit der kann man sich auch rasieren. Habe ich, glaube ich, auch schon ausprobiert. Warte. Kann man? Kann man? Kaum. Eher nicht, nein. Aber okay, man konnte es. Ich habe es schon ein bisschen benutzt. Ne? Ja, okay. Und dann nochmal so ein ähnliches, nur in größer. Und zwar das hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Von Cold Steel. Da steht sogar drauf. True Flight von Cold Steel. Wunderhübsch. Da habe ich schon... Ich wollte mir das schon vor Ewigkeiten holen, aber ich hatte nie die Kohle und war dann immer so geizig und habe mir es nicht geholt. Und jetzt, wo ich es habe, bin ich glücklich. Ich habe noch nicht viel damit geworfen, aber ein bisschen. Und allein, wenn ich es schon in der Hand habe und, weißt du, allein schon so, weiß ich, es war ein Kauf wert. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, zwischen 30 und 40 Euro. Der Link für die Messer alle wird eh unter dem Video hier sein. Also könnt ihr euch das angucken. Und das hier war wirklich rasiermesserscharf. Damit konnte ich mich wirklich rasieren. Yep. Da sieht man es. Seht ihr... Nein, das Licht hier ist echt kacke. Da. Da habe ich mir gerade die Haare wegrasiert. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr scharf. Das Doofe nur ist, das kleine Stück hier, also wenn man es als normales Messer benutzen wollen würde, das kleine Stück hier hält einen nicht davon ab, hier drüber zu rutschen. Und dann sind ganz schnell die Finger uff. Und das ist sehr angenehm. Ja, also der Griff hier unten ist Mist, aber das ist ein Wurfmesser. Das soll nicht gehalten werden, das soll geworfen werden. Und, mit dem habe ich noch nicht so viel geworfen. Ein bisschen, wie gesagt, schon. Aber ist auch für No-Spin, ist geil. Und guck mal, wie dick das ist. Ich meine, das ist sehr dick. Das ist ultra cool. Das ist auch schwer. Ich mag schwere Messer. Die machen mich glücklich. Und ich werfe es gerade einfach mal aus dem Sitzen aus. Mal gucken, vielleicht treffe ich ja was. Ich habe getroffen. Sehr schön. Na gut, ich werde jetzt hier mit den beiden ein bisschen rumwerfen. Mit den Karambits nicht. Das mache ich in einem anderen Video schon. Also, ne... Viel Spaß.
Also ich habe gerade beschlossen, nicht weiter mit dem Messer in die drinne zu werfen. Mit dem hier geht das noch, aber das ist ein bisschen zu groß für hier drinne. Das, fliegt nur durch die Wand durch und trifft irgendwann Nachbarn am Kopf oder so. Das wollen wir ja nicht. Oh shit, mir ist gerade aufgefallen, ich habe das eine Karambit sogar schon leicht beschädigt. Ich habe mit dem anderen Karambit hier dagegen geworfen. Vielleicht sieht man das im Video, ja. Also guckt euch auf jeden Fall das nächste Video an. Ich werde es noch einmal, dieses Messer hier versuchen, Nosepin zu werfen und dann war es das auch wieder für heute. Ich weiß, kurzes Video, Leute, aber ich habe momentan keine Zeit für den ganzen Kram. Ich habe ein wichtiges Messer vergessen. Ich habe mir nämlich das Haladubé nochmal geholt. Das wunderschöne Messer. Das ist so poliert. Das ist einfach spiegelt. Wie geil ist das? Mirror Finish also. Und auf jeden Fall, das Messer habe ich schon mal gehabt. Ich habe es aber kaputt gemacht. Damals war das einfach nur, hieß es einfach nur Dubé Artistenwurfmesser. Und jetzt ist es das Haladubé Artistenwurfmesser. Also scheinbar, ich weiß es nicht, nimmt das jetzt nicht 100% ernst. Meine Theorie ist, Halle hat dieses Messerdesign gekauft oder vielleicht auch die Firma Dubé, falls es überhaupt eine Firma war. Ich habe keine Ahnung, ich gehe davon aus. Auf jeden Fall habe ich mir das hier auch noch geholt und mit dem werfe ich hier drin auf jeden Fall nicht. Wer das in Action sehen will, ich habe dazu Videos, gebt einfach meinem Kanal ein bei der Suche Dubé Wurfmesser. Da müsst ihr irgendwo dabei sein. Ihr werdet schon finden. Ist auf jeden Fall ultra cool, das Ding. Das Problem bei meinem letzten war, es ist hier vorne gebrochen, weil es einfach nicht stabil genug war. Aber vielleicht diesmal. Guck mal, wie groß das ist. Das ist so geil. Für No-Spin-Werfen ist das cool. Das ist für alles cool. Es gibt nichts, wofür dieses Messer nicht so cool ist. Es ist so cool. Es hat mir sogar mein Loch in die Hand gehauen. Ja, ich habe das so rumgeworfen, die ganze Zeit so hoch und runter. Und dann ist es so Peaks und ja. Die Spitze ist sehr spitz. Mein Fehler. Aber das habe ich vergessen, euch noch zu zeigen. Also, das hier gibt es auch noch neu. Bis dann.